Nice. Hab ich schon kapiert. Achso, ich hab nur gedacht, dass ready. Ich kann doch einfach über die Schranke drüber fahren, oder? Gesagt. Standing by. Ich explodiere dabei auch nicht, oder? Daniel, du sollst vielleicht von der Straße runtergehen, wenn Zivilist kommt. Der kriegt ready. Eine Panikattacke und einen Herzinfarkt gleichzeitig. Ey, ist ja so geil, wenn ready man die permanent orders. Für 100.000 kaufen könnte oder so. Ich wüsste, was ich mache. Kavala! Peachfield! Was denn? 50 Kill oder was? Ja, Peachfield, 50 Kill, los geht's. Ready! Und wer da Scheiße macht, wird durchgerotzt. Nee. Bitten da jetzt. Ready for orders! Der Arzt kommt zu uns, Alter. Die Hellcat fliegt über uns. Wo siehst du denn? Wo ist die Hellcat? Die hörst du, wenn du Soundmod hast. Nee, Hochbein ist jetzt auch noch hier. Was macht er denn jetzt hier? Ready! Hellcat kommt, ich höre sie. Jo. Ich höre sie. Schieß drauf, schieß drauf! Da! Schieß drauf! Feuer, 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 Feuer! Standing by! Oh, standing by! Komm, Feuer! Feuer. Brock ist jetzt bereit. Gedreht, Feuer, ready. Komm! Da ist Bro drin. Ja, ich weiß. Komm. Die landet. Hinfahren, hinfahren, bevor, wenn die landet, hinfahren. Waiting. Bist du explodiert? Waiting, die ist bestimmt kaputt, sonst würde der doch nicht landen. Drauf, 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 drauf! So, Feuer die einstellen, nicht. Oder? Feuer einstellen, waiting dreht ab. Nein, die kommt wieder, ja. Die kommt tief, jetzt Feuer, komm! Feuer, Feuer, Feuer! Standing by! Jo, Treffer! Nice, Treffer, jawohl. Treffer! Nein, 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 warte! Nein! Nein! Ready for orders! Schade! Ich bleib aber hinter dem Busch, ich kann ihn nicht sehen, ich hab noch 13 Schuss im aktuellen Magazin. Waiting! Bro war das! Zieht ab, nicht mehr weiter vorhin, zieht ab! Okay, hast du noch 13 Schuss? Hey, du musst, ja. Du nein, musst zielen mit Ego-Perspektive! Ich weiß! Waiting also, orders! Ich hab gerade ins Nirvana geschossen. So, okay, zwei Yves Fritz vor, ja? Komm. Good job, ready. Dann geht's los. Jetzt geht's auf jeden Fall nicht mehr sneaky. Yves Fritz vor, jetzt der Gunner hinterher. Ready warte for mal, orders. Ich muss mal eben den Sound umstellen. Bei Yves Fritz, Gunner und dann zwei Yves Fritz. Und go. Ich halte mich mal ein bisschen hinten. Ready for orders. Wow, auf jeden Fall ein Helikopter. Waiting. Ja, warum? Wir müssen kurz auf den Offroader warten. Der kann nicht einfach drüber. Ready! Den Hunter mit der HMG drauf. Standing by! Schaut mal, ob ein Captain, Deputy Chief oder Chief da ist. Wenn er mit der Hellcat fliegt, oder was? Oder wegen Hunter HMG und so. Ne, die ziehen sich sonst einen Hunter HMG. So, hat dürfen sie nicht gegen uns benutzen. Leutnant, Zanku. Das war's. Waiting ja. Orders! Also, warum ich mir keine Sorge haben vor Hand an HMG. Armer Tanko, ich hab grad echt schon Mitleid mit dem, ne? Ready! Wieso? Der ist. Ihr habt vorhin schon wieder den Hunter von dem geflippt. Pech. Ready! Gestern haben wir ihn aber noch rausgeschossen. Aber besser. Ready! Hat echt Bock gemacht, wie er da lag und wie ihn noch was schießt. Ich kann einen Tipp geben mit dem Offroader, mit dem Armt. Ready! Warte, du darfst nicht versuchen, den Typen direkt zu erschießen. Wenn er mit dem Heli kommt, ready. Dann ziel vor und lass ihn reinfliegen in deinen Schuss. Ja. Viel besser, weil wenn du ihn versuchst zu verfolgen, das Ding steuert sich wie eine scheiß Kartoffel. Wie dieser Kartoffel. Das ist zum Kotzen. Ready. Also immer vorzielen, wenn er zum Beispiel auf dich zufliegt, vorzielen und bevor er drin ist, waiting. Voll draufhalten. Dann fliegt glaub's er nicht, weil ich mit dem Sack Kartoffeln mache. Es reichen zwei Schuss, dann ist der Heli ready for all full damage. Also. Echt? Hellcat fliegt zum standing by. Wie viele Minuten hast du noch, Olaf? 7, aber scheiß drauf, YOLO. Aber ich glaub, die Hellcat holen wir heute noch raus. Relock, Olaf. Nee. Na, wenn's nicht klappt, dann ist er da drin. Ja. Waiting orders. 7 Minuten ist genug, um dich rauszuholen. Das klappt locker. Hellcat dreht direkt über den Knast, ist sie jetzt. Direkt über dem Knast. Ach, du hast Spikes ganz vorne. Oh, warte. Hunde sind auch da. 2 Stück mindestens. Ja, einfach reinfahren. Ready. Einfach reinfahren. Das dürfen wir auch egal, ob der Eve. Ready. Wer fährt Spitze? Hinter Alter, wo sind denn die Reste? Ready. Wo sind die anderen zwei Fits? Hinten. Ich halte Abstand. Ich sehe die Hecke. Ihr seid direkt hinter die Hecke. Ich bin nah genug dran. So, die Hecke ist Harvard, du kannst sie gerne runterschießen, ja, wenn du es kannst. Ja, mach ich jetzt viel näher ranfahren, damit der Schuss safe ist. Waiting orders! Oh ne, die dreht. Dreht ab. Wo er sie landet.
waiting. Nein, nein, ich check den nicht. Die landet. Doch, die landet. Guck mal, Boden rein. Die Gegend ist schon da. Die ist gerade übers Feld fahren. Schau dir das an. Die hebt wieder ab. Lucky hat da. Wenn er nochmal over. Ready. Jetzt, wenn du es jetzt kannst. Dies. Ready for order. Hör, hör. Ich muss höher schießen. Der eine Schuss hat getroffen. Ready for orders. Ja, bei mir sind sie ja immer da drunter geflogen. Wie viel Muni hast du noch? 200. Standing by. Gut. Will jemand anders gerne an? Hunter am Knast. Waiting. Ja, nee, lass zum Knast fahren. Lass Scheiße auf die Hecke. Also die Hecke, wir holen jetzt unseren Kollegen. Lass nicht den Offroader vom Hunter treffen. Offroad. Komm, go. Ich sehe deinen Hunter. Orko, go. Waiting orders. Ich versuche reinzufahren zu smoken. Oh, Junge. Waiting orders. Was schießt du denn? Mal? Ja, da hinten war ein Hunter. Auf die Türme. Ne, ich hab Hunter gesehen. Ready. Kommt ihr, Jungs? Ja, der Offroader, der kam gerade mit so einer lustigen Idee. Ich bleib jetzt mal stehen und fahr ganz hin. Kranken sind offen. Waiting. Einer rein. Ich fahr rein. Vorsicht. Wo? Ich fahr rein. Elket, will landen. Wo? In einem Knast. Ich wollte dich jetzt hier rausholen. Ich kann lieber weg. Das ist ein Orca. Oh, sorry. Machst du auf? Ja, ich erstmal zur Metall, sehr geil, sehr geil. Die haben's aufgehoben. Nee, du musst die V-Order aufmachen. Ich weiß nicht, irgendwie ist es zu. Große Tür ist mich eigentlich. Ihr müsst mal aufmachen. Von wo? Ja, so jetzt. Ich hab nur den Knast eben gesmoked. Ja, ja, weiter rein. Ich smoke jetzt hier auch nochmal kurz. Standing by. Ach, lieber den Offroader beschützen. Ready for order! Fährst du wieder raus? Da läuft einer übers Feld, Zivilist Mani. Standing by! Wir haben Olaf, ja. Ja. Alles safe, ja, wir haben Olaf. Sehr geil. Du hast die Hellcat getroffen. Ja. Ja, komm mal hin, fahr mal hin, fahr mal hin, wir holen Waiting Golden. Holt die Hellcat! Ready! No. Ich schwör dir, wenn er das Ding nicht zugeschlossen hat, das ist es meine Hellcat. Wo ist denn die Hellcat? Waiting. Am Erdring. Ja, ansonsten zerschießen sie einfach mal. Oh, da ist noch Rekut. Waiting. Ja, ich bin schon mit dem zweiten hier. Er zwingt ihm uns die Schlüssel zu geben, sofort. Komm, schieß ihn ab. Zwingt ihm die Schlüssel zu geben. Aussteigen. Nicht erschießen. Oh, zwingt ihm die Schlüssel. Zwingt ihm die Schlüssel zu geben. Er gibt auf. Er gibt sich. Kommt ein Medic. Nee, der sollte so bei mir hier einsteigen. Waiting. Ich bin hier auf der Straße. Ist sie offen, die Hellcat? Ja, die ist offen. Aber schnell, machen. Ich mach sie schnell, ich mach sie ganz. Ich mach die Hellcat ganz. Ich mach die Hellcat ganz, nimm die mit. Ready. Der soll zu dem... Schneller. Die Hellcat leer? Ja. Er hat versucht sie zu schnellen. Sag dem, der soll zu mir auf die Straße. In den Wagen einsteigen. Standing by. Da ist ein Helikopter oben, das sind sicherlich Cops. Standing by! Da sind zwei Helis jetzt. Das eine ist Arzt gerade Labor, das andere ist Makros, das andere ist noch ein Kruchbein. Kein Kopf. Waiting! Wir haben leider keinen Sprit für die Helikopter. Die ist leer. Dann fahren wir zu Standing by! Ich glaube, kann man die da, kann ich zum Haufen, ja. Ja, willst du es wirklich gegen die Cops verteidigen so lange? Waiting, ja, wir haben oft Waffen noch, oder Mann. Habt ihr noch irgendwas für mich, eine Waffe? Standing by. Ein Ifrit bitte sofort zur Tankstelle und zwei Jerrycans kaufen. Ready. Wo ist denn die nächste Fuel Station? Waiting. Am Arsch der Welt. Nein, das ist, warte. Beim Zement Trail. 2,1 Kilometer. Go, go, go. Ist die Jerrycan jetzt abgeschlossen oder nicht? Lol, das steht da. Waiting orders. Ey, wenn der Arzt da hingeht und jemanden... Wobei. Waiting orders. Wollen wir den Reifen lassen und mitnehmen, den Bro? Ja. Fesse den Rekruten an den Sitz. Ready. Ich hab ihn einsteigen lassen bei dir. Und steig bitte, wenn's geht, alle wieder in die Fahrzeuge ein. Ready. Wurden die Kommunikationsmittel steht. Abgenommen? Ja. Ich hab Waffe abgenommen, Kommunikationsmittel, hab ihn gefesselt. Sag ihm, wir sollen den Bro reviven. Waiting Bro orders. Ist ebenfalls Kommunikationsmittel und Waffen abgenommen. Und schau, dass der Nefel. Wo ist denn der Bro? Der liegt da hinten, weiter. Ja, der soll ihn sterben lassen. Bro muss sterben. Leute, Waiting orders. Pass lieber mal auf, dass der Rekrut nicht so wie gerade eben die scheiß Halke zusperrt.
Weil als ich eingestiegen bin, hat er sie nämlich schnell zugesperrt. Ja, dann fahr mit dem Wagen ein Stück weg. Ich bin... Interpol, komm her. Ready for order. Der Rekrute ist bei mir jetzt drin. Richtig. Lass mir trotzdem die Schlüssel geben für das Ding. Er soll ich die Schlüssel geben. Nimm ihm die Kommunikationsmittel ab. Wenn wir safe sind, sind wir... Also... Was? Das sind schon welche. Waiting. Zurück, bitte. Wie? Der zweite Ifrit zurück. Ach so. Ja. Nicht mehr hinfahren. Stell mich hier vor. Hey, also wir hätten ja... Ich fahr zum Fuel-Station Shop gerade, ja? Ja, da ist doch schon jemand. Ich habe jetzt 7 Stück gekauft. Mit was? Im Orca. Oh mein Gott. Alter, redet nicht so... Wo, was hast du? Wir stehen doch hier. Wir stehen alle bei der Hackett. Ja, ey, also ich hab kein Hexagon. Ready. Ich bin ohne Hexagon, verstehst du? Ja, ich sag doch schon die ganze Zeit, es ist zurück. Das hast du gerade eben gesagt. Nee, ist jetzt auch egal. Wir fliegen jetzt zurück, ich hab 7. Wir tanken dann alle schnell auf, fertig. Ja, mit Nebel auftanken. Ja. Waiting. Wohin schaffen wir es denn mit der Hellcat bis wohin? Zu unserem Fuel Station Shop mit... Wie viele Jerrycan hast du gekauft? Ich hab 7. Dann hat die Kohle noch ein paar. Auch ja, 7. Reicht zu Kerosin. Ready. Also bei uns oben. Ja, obwohl, auf jeden Fall. Der Fall. Ich muss schon halt fest. Ready. Oh, Bro sagt gerade halt die Fresse, sonst gibt's eine Schelle. Oh, der ist richtig bad. Zu wem hat er das gesagt? Zu mir. Ich sollte eigentlich in die Ifritz einsteigen. Kann jederzeit den Kopf kommen und euch abknallen. Ja. Wir sind alle in der Ifritz drin. Also, Interpol, warum kommunizierst du da mit denen? Weil der Ifritz wäre auch der Bro. Der gehört zu uns. Bro will mir gerade Geld geben. Damit ich ihn rauslasse. 50 Millionen. Standing by. Also sag mindestens 5 Millionen. Ready for orders. Also wenn der Heli landet, bitte einnebeln und dann, dass die Leute dann auftanken. Aber nur einer, nicht dass alle nebeln. Ja, ich nebel. Gut. Keine noch mehrere tanken, nur einer, ne? Nee, es können alle gleichzeitig tanken, wenn sie wollen. Ja. Sollen wir Bro für 1 Million freilassen? Nein. Gesagt, 50. Nee, also, nein, 5 reichen. Wer will noch? Was denn? Wer will noch Benzinkanister, dann bitte herkommen. Fahrt mal bitte raus. Waiting orders. Fahrt mal bitte raus aus dem Nebel, sodass ihr seht, was abgeht. So, hat es jemand da kommt rein rankommt. Gut, was machen wir jetzt mit den Gleisen? Waiting. Wir bleiben im Offroad drin stehen. Yep. Ready. Oh, der grad mad, ey. Also falls noch Leute nur irgendwo drum rumsitzen, gerne herkommen mit tanken. Umso schneller geht's. Waiting. Ja. Ja, ich hab Bro im Wagen, ich hab keinen Bock jetzt auszusteigen, der fährt weg oder so. Kann er nicht. Bro, trau ich dazu. Ja, aber Bro ist ein... Ja. Bei dem ist alles extra Regeln. Jeder, der jetzt Beifahrer Eco, ist, hat Fahrzeug steigt aus. Kannst Eco-Tank geben. Eco ist auch noch da. Ich krieg dich nicht rein, warte. Warte, könntest die... Weißt du, was du machen kannst? Ready. Wir können die Hellcat an den meistbietenden verkaufen. Nein, wieso denn? Es ist nicht mehr viel Zeit, da können wir die auch benutzen. Ready. Oder wir können ja auch einfach sagen, hier, Cops, was ist euch eine Hellcat und, Bro und die Rekruten, die wir da noch haben, wert. Waren die schon gelandet, als du den rausgeschossen hast? Ja, ich geb jetzt. Standing by! Also die waren noch, nee, die waren tief, ja. Die, dass sie nicht explodiert ist, dann ausgelaufen. Waiting! Ja, die wäre explodiert, aber die waren bloß 20 Meter über dem Boden. Waiting, bitte nochmal einer smoken. Ja, der lauft daher. Smoken! Einer hat ready. Nein, du musst schon ranfahren an den Hubschrauber, oh mein Gott. Egal, vergiss es, scheiß drauf. Out of ammo! Waiting orders! Also ich hab jetzt 200 Liter getankt, gleich. Ready. Das sollte eigentlich reichen. Mhm. Was machen wir eigentlich mit den Polizisten? Wer fliegt? Wir verlangen Lösegeld, würde ich mal sagen. Olaf, du fliegst, oder ich nehme die... Ich nehme die... Den OKW. Wir können jetzt... Wir können jetzt... Schüsse! Rein in Heli! Ja, eine Hand AMG! AMG! Rein in Heli und weg damit! Bin gleich down! Wir werden standing by! Ey, der ist ja zugesperrt, der Heli! Offroader getroffen! Ey, welcher wahrscheinlich den Heli zugemacht? Ready for ja, orders. Der war gefesselt, mein Rekrut. Sag dir nicht, dass du vor der Deutsche los. Das kann echt nicht sein. Standing by. Ready. Ready for orders. Dafür existieren wir, Bro. Das war ein Fail. Ready. Was war das? Wir sind alle hochgegangen. Ready for orders. Flucht nach vorne. Hunter kommt her, Hunter. Dürfen den einfach kaputt schießen? Hunter kommt, wir flippen den Hunter. Ready. Bin am Hunter.
So. Das ist ja lustig. Waiting orders. Oh, Alptaktbeschuss. Ah, da schießt er. Ich war von so viele, der weiß gar nicht, ob er sagt. Oh, hat mich erwischt. Sebo. Waiting orders. Alter, den Dusch. Wer? Egal, gut, warte. Wo ist der HMG? Wir brennen davon. Der HMG ist Richtung Nordwest, 320 Grad, ABAC, HQ. Hinter dem ABAC. Waiting. Waiting orders. Er kommt jetzt aber hinterher, also fahrt. Warum ist das für ein Checkpoint? Warum war der Heli zu? Wir haben jetzt erst noch Drohnen so. Ja, weil der scheiß Bruder halt dagegen verstoßen hat. Wer war das denn? Welcher Typ war das denn? Ja, egal. Wieso bist du nicht? Ich hab doch gesagt, fahr weg mit dem. Lass einfach zurückfahren. Bei Kugentami war das. Das klären wir mit denen, wenn wir dort sind. Waiting. I'm out. Waiting. Komm, bei der wo fahr die? Ah, nein, fahr die. Ready. Fliegen wir zum Checkpoint. Gucken, dass dass der offen bleibt, oder? Der Hunter versucht gerade, ja, ich bin schon davor. Ready. Ich check den Hunter weg, Mann, wenn er mich abfuckt. Ja, der Hülz und Hölle bei mir gut beschädigt. Hülz und Hölle bei mir auch gut beschädigt. Aber da... Ready for orders. Darf der HMG einfach uns nach vorne komplett kaputt schießen, dass er explodiert? Ready for orders. Ja, was soll er machen? Das tut sich halt immer. Wie soll er... Ja, natürlich. Ready. Die Hunter ist jetzt abgedreht. Du brauchst, um Offroader ready. Zu killen, brauchst du 2-3 Treffer. Ja, okay, sehr fest. Okay. Ready for orders. Waiting orders. Ich hab ihn weggecheckt. Ich hab ganz für Zivilisten ausgeraubt. Ready. Ready. Der raubt uns gerade alle aus. Waiting. Den hier alle standing nehmen. By. Ja, ja. Ja, bei mir ist nur die Hülle und die Reifen beschädigt. Standing by. Alter, Trevin ist so ein Low, Mann. Der hat es nicht mal geschafft. Weißt du, er hätte einfach angefahren kommen können. Nein. Er schießt von 300 Metern Entfernung auf uns. Also was soll jetzt mit den Geiseln machen? Wer hat das Ding jetzt bitte rausgeholt? Ich bin dafür, dass wir die mangelnden Roleplays technisch hinrichten. Jo. Kann das ein Leutnant Tango machen, sonst ist keine höheren Karten. Blauer ist auch da. Echt? Aber die sind beide Leutnant. Waiting! Er nimmt eine Waffe mit, oder? Kannst du eigentlich zu der Rebellenbasis schon fliegen und dich neu ausstatten? Ready for orders! Also ist sie gefallen dann mit den Anders mit. Ich bin echt waiting gar nicht orders. Davon ausgegangen, dass er jetzt eine ein HMG kommt. Alter. Ich dachte, das können die gar nicht. Somebody help me! Waiting! Ja, stimmt, es ist doch gar keiner da, der nur Leutnant Tango holen darf. Leutnant das darf waiting! Nicht ja, dann Glückwunsch an Travin. Waiting! Ist Travin Leutnant, ne? Ich hab Blauer rausgeholt. Blauer oder Blauer ist doch gar nicht da, was ist denn mit Blauer? Doch, Leutnant Blauer hat doch gerade irgendwas gepoundet, oder wurde das gepoundet? Das wurde von Blauer. Achso, okay. Die ganze Zeit ist kein Hörer... Also hat Tangu das rausgeholt, oder was? Nee. Ja, wurde jetzt gepoundet, oder nicht? Waiting. Die Hellcat wurde gepoundet. Waiting orders. Machen wir hier die Exekution, oder wo wollt ihr das machen? Nur exekutiert ihr nicht. Verlangt euch die Kohle. Wollte ich gerade sagen, das ist ein Austausch. Ready. Ready. Standing by. Junge. Was ist das denn für ein Sith? Standing by. Waiting orders. Ready for orders. Ja, frag ich ja gleich mal, was das sollte. Standing by. Standing by. Waiting orders. Prepare gleich mal. Ich muss jetzt leider weg, ich stelle mein Auto. Waiting orders. Für euch ein, dann steht Bro automatisch draußen. Waiting. Ich verstehe es aber nicht. Warum haben die jetzt einen Hunter HMG? Nein, wieso ist ein Medic? Ready for orders. Ready for orders. Ja, aber mir ein Offroad HMG hat. Ja, aber sie dürfen das nicht. Ready. Oder? Wo bringen wir Bro hin? Wenn nur einer mit einem gewissen Rang anordnen darf, dass ein HMG rausgeholt wird, dann haben die überhaupt keine Entscheidungsgewalt. Ja, okay, wenn wir mit einem Offroad kommen und... Das ist jetzt scheißegal, auf jeden Fall hat er die Karre zugesperrt. Wir sollten hier nicht ein Picknick aufbauen. Waiting orders. Wir sind immer noch im Kopfgebiet. Ja, wo bringen wir sie hin? Was ist los? Waiting orders. Ach, behalten wir nicht hier im Checkpoint? Ich dachte, nee, wir sind jetzt vielleicht DB 14 oder so. Ja, dann nehmt die noch mit. Rebellengebiet? Ja, fahren wir DB 14. So, dann bedanke ich mich mal für diese... Gut, wer macht die Verhandlung oder sollen wir... Ready. Darf ich ein Auto auf jeden Fall wegfahren?
Nee, sie kommen jetzt mal mit. Wir müssen uns jetzt mal entscheiden, was wollen wir mit denen machen? Wollen wir verhandeln? Wollen wir die erschießen? Wollen wir Spiele spielen? Ich hätte gerne was fürs Gegenleisten, oder? Haben noch eine halbe Stunde. Ready for order! Ich weiß nicht, das wollen wir nicht aufhören. Das waren sie schon immer, aber ich meine, diese Geräte mit 4 Reifen, aber 3 pro Reifen. Also, okay. Was machen? Also wollen wir wieder. Ein Waiting Orders! Was kostet der Offloader? 750k. Awaiting orders. Ready for orders. Mach mal die, Daniel, mach mal die Ifrit auf. Daniel, mach die Ifrit auf. Ich schaffe. Ich schaffe. Waiting orders. Cops, komm bei dir rein, fessel die mal fest. So. In einer halben Stunde werden wir jetzt eh keinen Austausch machen. Ich muss jetzt echt offline. Tut mir leid. Exekutiert sie. Waiting orders. Fahren wir. Ja, mach das im Rebel Outpost, ich will es auch noch sehen. Warum exekutieren? Ich bin gerade hier am Schreiben. Oh, lasst mich mal mit. Waiting orders. Ihr könnt sie auch über Restart übergreifen machen, wenn jetzt noch welche da bleiben. Nein, das machen die nicht. Bingo! Wir haben nur jetzt Zeit. Standing by. Schade. Ich weiß. Alter! Gibt's kein Donator-Shop hier oben? Waiting orders. Noch nicht, aber Auftrag. Wird die Tage kommen. Wir haben den Medic-Heli in den Rebellengebiet zurückgebracht. Standing by. Lass mal zu DB14 fahren, bitte. Also exekutiert die jetzt nicht. Standing by. Als allererstes wüsste ich eigentlich lieber gerne von den beiden, welcher von den Spasten im Leben zu der Rekrut bestimmt. Der Rekrut. Deswegen gehe ich jetzt auch nochmal hoch in Support und werde dann... Ich trau auch, Rogue zu, dass er den Zoom macht. Der fährt ja auch in den Zoom, geht nochmal rein und... Was war das denn? Das war die Stromkabel. LOL. Stromkabel. Seid ihr explodiert, oder was? Waiting. Oh mein Gott, ich war gerade in den Audi-Einstellungen. Ich wusste, dass man keine Cops fliegen lassen sollte. Das Ey, vorne auch, die fahren mit der Sprotte mal los, 100 Meter fahren gegen Stein. Was hast du gerade zerstört, welches Fahrzeug? Okay. Mein Orca. Wir haben kein Repair-Kit mehr, wollen Offroader, fahren mit dem Offroader 100 Meter, fahren gegen nächsten Stein oder so. Wir haben wieder kein Repair-Kit, dann kommt ein Heli und da fliegen sie mit uns mit einem Heli in den Knast. Richtig schlecht. Ready. Wo bist du und jetzt zack, eigentlich hier bei dir? Blink von Steam, wessen Orca war das? Ey, wir werden beobachtet, Leute. Das war mein Orca. Ja, das heißt aber, dass hier irgendwo noch Cops sind, die uns beobachten. Ja, weißt du, wie weit du so eine Explosion siehst? Ready for orders! Ich bin dafür, dass wir vielleicht noch ein bisschen tiefer reinfahren sollen. Ja, ja. Ready. In der DP14 würde ich fahren. Wer ist denn da noch im Heli gewesen? Waiting orders! Oder? Nein, es war nur du, oder? Waiting. E-Cool weiß ich nicht, ob der da drin war. E-Cool, warst du noch im Heli? Nee. Waiting orders. Okay. Dann warst du glücklicherweise alleine. Ja. Ready. Und ich hatte gerade eben noch überlegt, ob ich damit einsteigen soll. Ich auch. Nein. Soll er? I'm out. Waiting. Also ich würde jetzt hier bei diesen kleinen Hütten anhalten erstmal. Hier sind viele Bäume und so, hat man ein bisschen. Der Audio ist so. Standing by. I need ammo. Alter, der Bro ist so mad, man. Der sagt keinen Turm mehr. Waiting mir hat er vorhin nur gesagt, halt die Fressen, lass mich in Ruhe. Lassen sich ausziehen und dann. Ready! Vor allem dachte ich mal, Bro wäre eigentlich der normale von den Kings. Nein, weil Bro immer cool drauf war. Bro beleidigt immer. I'm out! Na gut, ich glaub mich jetzt hier auch. Waiting! Sollt ihr aussteigen oder? Die Hunter sind übrigens im Checkpoint, weil in dem Moment, als ich ausgelockt bin, fuhr der in den Checkpoint rein. Ready! Die raiden uns jetzt bestimmt noch. Können sie versuchen. Waiting! Ja, morgen. Ciao! Olaf! Olaf, bis morgen! Ja, Olaf! Ready for orders! Habt ihr noch eine Waffe über? Wenn ich nehme deine mit. Mach doch mal den Motor aus. Achso, ja, jetzt... Ready for orders! Werden die dann später holen, hier unten wird eh nicht mehr viel passieren. Davon gehe ich aus. Standing by! Wir werden da hinten. Assassin, mach mal den Motor aus. Ja, ich bin gerade hier. Waiting orders! Wer redet denn seit ihr mit denen? Waiting! Ich. Ey, ich bin hier mit den Dings gerade. Knapp über euch. Ready. Mohawk, sollen wir euch abholen? Soll ich die mal fragen? Ready! Hallo? Olaf? Hm? Wie bitte? Ready! Die ich verstehe nicht, wenn die im Selbstschutz reden, das geht gar nicht gerade. Habt das gehört? Ich bin hier gerade mit dem Mohawk unterwegs. Knapp über euch. Sollen wir euch abholen? Soll ich die mal fragen? Standing by! Wieso willst du uns abholen mit Morg? Ein Becken und ein Wasser hätte ich. Ich dachte, ihr seid gestrandet. Achso, nein, wir sind hier mit 4 Ifrits. Ich denke, wir kommen weg. Okay. Und was hatte Daniel jetzt gesagt?
Ready. Ob jemand mit deinen zwei hier redet, obwohl die so. Ja, ja, gleich. Du kannst mir den Walk gerne einen Checkpoint abspotten. Ob da was zu uns kommt. Standing by. Waiting. Wir reden ja ziemlich viel leicht, muss ich euch sagen. Also ihr zwei Polizisten hier, geht da mal an den Baum da, setzt euch mal hin. Ready for orders. Dann in den Baum. Standing by. Hinsetzen bitte. Ja, ich fessel euch an den Baum fest. Ready. Ich komm nicht mehr hier weg. Erstmal. Und ja, ist auch so in Ordnung, Herr Bro. Waiting. Und dann warten wir mal ab. Ja, das, was wir mit ihnen machen. Waiting orders. Ja, Rekrut Gantami, sie werden jetzt mal zu unserer Belustigung ein Schaf waiting spielen. Das heißt, sie essen jetzt Gras und mähen ein bisschen, okay? Dann machst du wieder ab, bitte. Gut. Ready. Ja, redet ich mach mal kurz die Leine weg. Mach mal Assassin oder was? Standing by. Du redest mit denen, ja, dann rede mal mit denen. So, dann fangst du doch mal bitte an. Los rum und so nicht. Scheiße. Nein, der Olaf. Ready for orders. Olaf. Standing by. Gehen Sie auf den Boden, essen Sie das Gras und mähen Sie. Ganz einfach. Waiting. Und wenn ich mich weigere, Herr Olaf. Ja, waiting dann werden wir Ihnen erstmal die Knie zerschießen, sodass Sie Ihr Leben lang im Rollstuhl sitzen werden, wenn Sie das ready überleben. Aber man muss das Ganze jetzt nicht unbedingt so schlimm ausgehen lassen, oder? Ready for orders. Ihre Kniescheiben sind ja doch ziemlich wichtig. Ready. Und glauben Sie, sehr gut. Aber das geht auch noch etwas authentischer, kommen Sie. Ready. Der Soundeffekt fehlt. Ready. Grid 084251. Wollen Sie Ihre Knie jetzt behalten oder ready, nicht? Ready. Ich mach doch. Lauter, man, komm, wir hören da gar nichts. Waiting. Ja, der Herr Bro, hat der Herr Gentavi dann zufällig in der gleichen Standing Schule by gelernt wie Sie? Kann das sein? Aber der weiß auch nicht mal, was waiting ich orders. Ja, wir sind da ja ungebildet, tut mir leid. Ready for orders. Sieht mir cool. Sag, guck mal, ein Zebra. Standing by. Nicht. Was ist ein Zebra? Ach, hallo, Bro. Ja, das ist so ein komisches Gerät mit Streifen. Hallo. Kann so laufen. Ready. So, ich hoffe, Sie sind jetzt satt, dann können Sie auch wieder zu dem Baum gehen, aber wirklich eine gute Vorstellung ready war das nicht. Ich denke, das kann der Herr Pro besser, oder? Komm, Sie zeigen uns das auch mal. Ich mach Sie mal standing kurz by los und Sie mache ich jetzt fest. Okay. Waiting orders. Miau. Miau. Und das Leben im Genau. Ich glaub, wenn ich ein Tier bin, muss ich doch hier ja, genau essen oder sowas, das ne? Beinchen heben. Ready for orders. Okay. Aber ich fühle mich so beobachtet. Ready. Das ist den Hunden auch egal. Sehr schüchtern normalerweise. Sie machen das schon. Ja, aber Sie brauchen sich doch nicht beobachtet. Ready for orders. Also das Spiel macht mir irgendwie keinen Spaß. Hat wenn ich Brettspiel oder schon sowas. Nein, waiting, machen Sie ruhig weiter. Ready. Sie haben auch noch gar kein Gras gegessen, oder? Kommen Sie. Ich weiß nicht mehr, was ready das Schaf ist, tut mir leid. Da können Sie es mal nachmachen. Waiting orders. Ich höre mich jetzt hier nicht in den dreckigen Boden knien. Wer weiß, wer hier schon hingeschissen hat. Das ist eine Aufgabe für die Polizei. Waiting. Also ich kenne da ready for orders viel besseres Spiel und das ist auch viel einfacher. Das nachzumachen. Ready! Ach, eine Aufgabe, die auch mal die Polizei hinbekommt. Dann erklären Sie doch mal. Waiting! Okay, wir spielen, versteck dich, ja? Was hattet ihr denn davon? Waiting! Also wir sind dann ja also die zwei Gefangenen. In dem Fall. Waiting orders! Wir sind so kleine Hunger Games, ne? Wer sich gut versteckt, der darf dann. Sie bitte gerade mal kurz in den Funk kommen? Ja, natürlich. Ja, Bro, ich mach sie nur schon mal ready fest, bevor wir das Verstecken-Spiel spielen. Vielleicht. Kommen Sie mal bitte her. Ready for orders. Okay. So, Sie sind damit jetzt auch wieder gefesselt.
So, was gibt's? Ja, ich hab's nicht mal singen. Singen? Okay. Singen ist doch mal ein schönes Spiel. Ja. Waiting. Los geht's. Mach du, sagst du an? Nee, mach du jetzt, heute. Ready. So, jetzt hören Sie mal auf hier zu tuscheln. Sowas mag ich überhaupt nicht. Wer tuschelt, der lügt, sage ich immer. So, ich würde sagen, ready. Der Rekrut macht den Anfang. Sie kennen doch bestimmt das Rebellen sucht den Superstar, diese Sendung. Und wir haben jetzt hier schöne Regeln. Leider nicht, der Olaf. Noch nicht? Naja, dann würde ich sagen, sind Sie jetzt schon mittendrin. Herzlichen Glückwunsch. Ready. Sie sehen hier überall Kameras, versteckte, deswegen sehen Sie die auch nicht. Und der Rekrut wird auch schon anfangen. Die Jury wird sich hier vorne positionieren. Denken Sie dran, Sie sind immer noch gefesselt. Und dann trällern Sie ein Lied aus tiefster Seele, laut und deutlich. Und wir hören zu und geben Ihnen Punkte von 1 bis 10. Und bewerten Sie oder kritisieren Sie, je nachdem, wie gut das war. Herr Bro wird dabei ruhig sein und auch die Show genießen. Ready. Dann fangen Sie mal an. Die Bühne gehört Ihnen. Ready. Das klingt ja ziemlich gut. Boah. Das lassen wir aber nicht zählen, er muss schon selber singen. Ja, er muss singen. Also sie müssen schon selber singen, sonst wird das nicht. Auch wenn mir die Musik sehr gut gefällt, aber das ist GEMA-geschützte Musik, sowas können wir hier in unserer Show nicht zulassen. Sie müssen das schon, wie gesagt, selber singen. Mit viel Gefühl. Deswegen haben Sie jetzt noch einen zweiten Versuch. Waiting. Einen zweiten Versuch. Ja, der erste war jetzt ziemlich schlecht, das können wir leider nicht werden. Also singen Sie jetzt bitte. So eine Playback-Show, stellen Sie sich das so vor, nur ohne Hintergrundmusik. Alles klar. Standing by. Kann er bestimmt auch so ein bisschen Beatboxen, oder? Wenn Sie das gut können und das hier gut ankommt bei der Jury, gerne. Ja, klar, ich kann richtig gut Beatboxen. Jo, dann hau rein, Digga. Waiting orders. Bum bum tschk, bum 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 tschk. Waiting orders. Nein, war nur Spaß, ich kann nicht Beatboxen. Ich suche mir was aus, ja? Ich muss mir eben mein Lied einfallen lassen. Ready for orders. Kein Problem. Sie hatten zwar jetzt viele Tage Vorbereitungszeit in unserem schönen Dschungelcamp, aber die haben sie anscheinend nicht genutzt. Das wird dem Dieter Pohle nicht gefallen. Waiting. Ja. Alles klar, Herr Olaf. Ready. Ich überlege noch. Überlegen Sie, Herr Bro. Wenn es weiter geht, habe ich heute kein Bild für dich. Herr Bro, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Haben Sie denn schon ein Lied? Vielleicht ist der Rekrut nur nervös und braucht mal ein Vorbild. Waiting. Ja, aber ich hab ein gutes Lied, ja. Ja, sehr gut. Dann fangen Sie an. Der Rekrut ist jetzt still, überlegt sich jetzt schnell ein Lied. Und Herr Bro wird uns jetzt alle aufstehen, zu Tränen rühren. Ich muss Luft aus den Kotflügeln nehmen, sonst komme ich dem Gesang nicht nahe. Ja, kein Problem. Stellen Sie sich hin. Breiten Sie sich aus. Okay. Waiting. Das war in den 80ern habe ich sehr gerne mal gesungen, aber Waiting orders. Ich habe dann auch mit der Karriere aufgehört, weil die Lärmen halt irgendwas auf mich zukamen. So. Waiting. Also, alles klar. So, also seid ihr bereit, ja? Ja, natürlich, die Bühne gehört auf Ihnen. Geht's. Okay. 1 und 2. Und 1 und 2 und 3. Die Nummer 1. Die Nummer 1 der Welt sind wir. Ready for orders. Die Nummer 1 der Welt sind wir. Die Nummer 1 der Welt sind Waiting wir. Waiting orders. Hey. Und? Wir waren noch nicht ganz so perfekt eingestimmt. Standing aber by. War doch eigentlich noch gut, oder? So, jetzt hoffen wir, dass der Handy schnell abhaut. Waiting. Ja, Herr Pro, ich würde sagen, es gibt erstmal Applaus hier von allen. Und wenn der Handy sich endlich mal dazu bequem würde zu Waiting landen, orders. Könnten wir auch weitermachen. Waiting. Standing by. Waiting orders. So, okay, Dieter Polen, was sagst du denn? Ready. Ja, du bist ja dran, Dieter Polen. Okay, Waiting. Also ich fand, gesanglich war das schon ganz gut, ja. Also was Textsicherheit angeht auch. Sie Ready. Haben sich auch einen Text angesucht, ausgesucht, der jetzt nicht unbedingt so schwer war. Also das Ganze aus 5 Wörtern, die ganze Zeit dasselbe. Aber ansonsten so alles in allem befriedigend. Bis gut.
Jo, was sagt Janet Petermann denn dazu? Ready! Also, ich glaube schon, dass es für die Standing Polizisten by. Nicht sehr leicht war, diesen schweren und langen Text auswendig zu lernen. Waiting orders. Ich gebe volle Punktzahl dafür, dass er doch sehr, sehr gut war. Ich würde sagen, wir machen gleich, was wir haben vor ein paar Wochen. Für solche Momente, ja. Und dann machen wir gleich ein Duo. Ja, das ist ja... Was wir mit den Kabinen. So, dann kommt natürlich noch meine Bewertung. Sie tuscheln mal nicht da vorne, solange wie ja noch die Bewertung läuft. Dankeschön. Ready for orders. Ja, also ich muss sagen, dafür, dass Sie ja nur Grundschulabschluss hatten, Herr Pro, haben Sie sich den Liedtext sehr gut gemerkt. Ready. Das hat alles sehr gut gepasst. Keine Texthänge. Von der Melodie her, es war jeder Ton perfekt getroffen. Ich kann ja nur sagen, 10 von 10 Punkten. Sie haben das absolut spitze gemacht. Ready. Körpereinsatz haben Sie gezeigt. Sie haben die Bühne gerockt, so muss das sein. Ready. Das wird auf jeden Fall schwer für den Herrn Gentami. Aber ich denke, der kann da auch noch einiges rausholen. Waiting. Ja, vielen Dank, Herr Krantelbart, dass Sie mir jetzt einblasen wollen, aber nicht während der Sendung, das machen wir später. Herr Dieter Pohl, Entschuldigung. Ja, dann Herr Rekut Gentami, die Biene gehört Ihnen. Und es geht jetzt darum... Ich wollte noch ein Schlusswort sagen. Ja, natürlich, gerne. Also Herr Bro, Sie sollten eine Gesangskarriere anstreben, weil ich denke, wenn Sie den richtigen Coach haben, also kann man auch drauf werden. Und singen können Sie eindeutig besser als Autofahren. Ja, der Gewinner von den beiden wird ja auch einen Plattenvertrag hier mit dem Dieter Polen bekommen und wird dann ungefähr 2 Tage in den Charts sein und danach wird er unbekannt sein, so wie das immer abläuft. Sie kennen das ja. Und damit ist jetzt auch der Rekrut endlich dran. Aber ein Moment, standing by. Ja, natürlich. Und zwar in 2013 und 2014 bei Rebellen sind da haben die Gewinner ja immer Geld bekommen. Ich glaube, das waren 500.000 Dollar. Waiting orders. Ja, 500.000 Dollar. Das Problem ist, dass wir nicht mehr so viel Geld zur Verfügung haben. Okay, gut. Ich werde dann jetzt mal meinen Auftritt loslegen. Ja, genau. Fangen Sie einfach an. Lassen wir uns nicht von dem Hunter HMG stören, der nach uns vorbeifährt. Nein. Fangen Sie einfach an. Alles okay. Ja, dann müssen Sie mich hier einen Move machen, Herr Olaf. Ready for orders. Ja, singen Sie. Singen! Meinen Move machen. Hauen Sie jetzt rein, los. Waiting. Ich muss dazu meinen Move machen, Herr Olaf. Dann stehen Sie auf und fangen Sie an. Los. Standing by. Wieso ist das Showgeschäft zu hart? Die Spasten, ey. Echt jetzt. Ey, aber mit dem Panzer. Hallo, Herr Bioball. Na, alles klar bei Ihnen? Schon scheiße, weil wenn man so am Boden rumliegt. Das Problem ist, ich habe keine Waffe und Sie werden gleich wieder aufstehen. Scheiße, ich renn mal. Ach Mensch, musste das sein. Ich bin unbewaffnet, ihr Schweine. Das könnt ihr nicht tun. Ey, was soll denn das jetzt sein? Das geht ja gerade gar nicht. Geht gar nicht. Warum die gewusst wohl? Naja, weil die das auf der Karte sehen. Ja, aber das dürfen die nicht. Ja, ja, sag denen das nicht. Das war mir so klar. Dann haben wir nichts gemacht, ja. Die kommen wieder mit so einer Scheiße an HMG. Und ist jetzt Blauer online oder so, der das rausholen darf? Nein. Wer hätte das gedacht? Müsst ihr aufnehmen. Ich nehme die ganze Zeit auf, ganze Aktion ist drauf. Verarschen kann ich mich allein hier. Ja, vor mit dem Hunter haben geläutet. Vor allem haben wir nicht auch die Kommunikationsmittel und so abgenommen? Natürlich. Ich hätte uns geklatscht, ohne Witz. Also ich lock mir jetzt aus. Ja, ich mach das auch. Also wenn kurz vorm Knast lock ich mich aus. Also wenn sie so eine Scheiße abziehen, dann brauchen die nicht auf Kooperation hoffen. Alle stehen, keiner schießt auf die und die schießen mit dem HMG voll rein. Der fährt mir halbe Platz. Mikrofon muted. War schon heftig, ja. Das war ja eine schöne Aktion von ihnen. Lass die mir jetzt hier stehen, oder was? Wobei die auch noch wussten, wo wir waren. User left your channel. Die hatten schon mal keine Helikopter. Einen wunderschönen guten Abend, der Herr. Mikrofon muted. Ja, was kann man denn für sie tun?
Sie haben mich jetzt hier grundlos getasert. Die haben doch Hexagon. Ich war unbewaffnet, wie Sie vielleicht gesehen haben. Und ich würde jetzt mal gerne wissen, wieso Sie mich hier mitnehmen. Natürlich erzählen, die haben uns gesehen von der Straße. Wie bitte nochmal die Frage? Ich habe die Frage nicht verstanden. Die Frage ist, wieso Sie mich hier mitnehmen. Ich bin unbewaffnet, ich habe niemandem was getan und das hier ist außerhalb Ihres Zuständigkeitsbereichs. Das ist kein Grund, mich im Rebellengebiet festzunehmen. Das würde ich gerne mal sehen, diese Regel. Ja, doch, klar. Sie waren an einer Gassennahme beteiligt. Nein, nein, das ist Quatsch. Ich wurde nur befreit. Ich hatte mit dieser Geiselnahme nichts zu tun. Ich stand nur zufällig daneben. Ja, das können wir alle erzählen. Warum haut ihr alle ab? Wir sitzen alle im selben Boot. Wo sind die alle hin? Ah, oben. Ja, keine Ahnung, sie sind zurückgegangen, weiß ich nicht warum. Ja, willst du mitkommen, dann zieh ich dich. Ja, ziemlich. Okay, gehst ins Rebellenbüro, dann kann ich dich hochziehen. Ja. Channel switched. So, sehr geil. Hast du es aufgenommen, Ola? Alles. Komplett. Gut, kann man es Topper mal zeigen, wenn er da ist. Ich hab's auch aufgenommen. Also ich lock mich dann noch aus, die stecken mich nicht in den Knast. Aber wenn du dich ausloggst, hast du mehr Probleme. Aber was soll denn das für eine Scheiße sein? Ja, die waren gerade mitten in SMS-Verhandlungen, was will denn der? Wir sind uns gerade mehr oder weniger einig geworden und dann stürmen die da rein. Ja, vor allem haben sie es halt einfach gewusst. Das konnten die gar nicht wissen, dass wir da waren. Dann noch der Hunter MG, der draußen war ohne... Ja. Dann schießt auf Leute, mich hat erschießen zu wollen. Ich würde ja mal gerne wissen, wie der sie Hunter das jetzt dann ihren Vorgesetzten auch sagen, dass sie mit HMG Leute erschießen, dass der HMG überhaupt draußen ist. Wird bestimmt ein schönes Gespräch. Ja, der HMG der ist draußen, weil ihre Seite nun mal... ein 50-Kill draußen hatte, dazu noch Ifrit und da waren wir halt gezwungen, diese Maßnahme zu ergreifen. Und deswegen mussten sie jetzt auf unschuldige Zivilisten auf der Rebellenseite schießen. Mit dem Hunter HMG und Leute töten. Unschuldige Zivilisten? Ja, ja. Wir haben gerade nur eine Show abgehalten. Ja. Hallo? Ja, das will ich jetzt das immer als Kollateralschaden einstufen, weil, Querschläger und alles mögliche. Alle Hunter waren unbesetzt, alle Hunter standen. Also ich denke, da ist noch einiges an Klärungsbedarf. Ja, eine Ifrit, der ist losgefahren, definitiv. Oh Gott, einer ist losgefahren. Okay, das tut mir natürlich leid. Warum soll ich denn mit Ihnen reden? So, Herr Kranz, Freundlichkeit, wollt ihr mich jetzt alle behandeln, oder was? Alter, also, ich steck hier fest, wenn ich soll. Geh mir grad zu dir, ey. Also, als allererstes fängt es damit an, dass du mir sagst, weshalb ich überhaupt angeklagt werde. Und dann sag ich was. Höchste der Online ist es ein Block. Mal von vorne, so wie sich das gehört. Fahren mit illegalen Fahrzeug und viermal Mord. Noch Fragen? Oder willst du wissen, was das Geilste ist? Was? Ja, doch. Ich werde immer wieder im Steam geflammt. Unsere Aktion, das habe ich gerade mal so geschrieben, ne? Schauen Sie, guter Mann, ich wollte schon im Fahrzeug mit Ihnen reden, Sie haben jetzt nicht damit gewertet. Ich muss noch kurz mit dem Officer hier reden, sonst... Ja, das funktioniert auch. Keine Ahnung, was da gerade laut war. Herr Olafsson, haben Sie noch Verpflegung für Ihren Aufenthalt? Nein, nicht wirklich. Und ich will jetzt auch gar nicht hier hin, ich würde gerne wieder auf die andere Seite kommen. Wie gesagt, ich bin unbewaffnet, habe mir damit nichts zu tun. Ich habe keine Straftat begangen. Ich habe das Recht, Sie einzuknacken. Mit dem HMG. Okay. Ja. Sie waren ja nun gerade an Ort und Stelle einer Leichenname, dementsprechend werden Sie auch dafür belangt. Wir waren dafür nur friedlich unterwegs. Die illegale Waffe ja, nun, dann tut mir das echt leid, aber dann waren sie zur falschen Zeit am falschen Ort. Deswegen müssen sie mich ja nicht einknasten. Ich bin nur in friedlicher Mission unterwegs gewesen, habe eine Talkshow geleitet. Na dann. Ja, sie sind aber als Rebell markiert. Woher wollen sie denn das da wissen? Halt die Kleidung habe ich geklaut und ich habe keinen Pass dabei. Sie wissen gar nicht, dass ich ein Rebell bin. Oder wollen Sie was Gegenteiliges sagen? Sie wissen doch gar nicht, dass ich ein Rebell bin. Ich habe die Kleidung nur geklaut, wurde da von den Leuten festgehalten und ich habe keinen Personalausweis bei mir. Ja, natürlich, Sie kriegen meine Dienern. Ja, nun, dann wird der Haftrichter entscheiden, würde ich glaube sagen. Ja, dann möchte ich auch gerne zum Haftrichter und nicht wieder direkt ins Gefängnis, wie das immer abläuft. Ich hab genug.
Ich kenne ja ihr Prozedere schon. Ach, nö. Na gut, guter Mann. Hallo. Man sieht dich. Schönen Tag noch. Jo, high five. Kann ich aber auch nichts dran ändern, dass das nun mal so schnell durchgeht. Ja, ich auch nicht. Nach mir ginge, wäre der Haftrichter wirklich noch dazwischen. Hey Tess, ich könnte sie jetzt noch eine Weile weiter nerven. Wie wär's denn, wenn wir unsere Mützen tauschen? Denn ich will jetzt meine schöne Mütze und ich lasse sie in Ruhe. Nerv nicht weiter. Ist doch ein tolles Angebot, oder? Also, mich nervt hier niemand. Okay, außer die Rekruten hier, aber... Ja, ja. Und denen würde ich dann halt erstmal den Mund verbieten. Oh Gott, Mila. Okay, steck mich in den Knast. Oder tötet mich, aber weg von Mila. Ja, Herr Olafsson, wie hätten sie es denn gerne? Jetzt komme ich noch extra näher zu Ihnen. Soll ich die Seife fallen lassen, Herr Officer, oder? Okay, einmal bitten. Denken Sie dran, sie hat die schwer erkrankbare Grippe. Und die Trollwut, das hatten wir ja schon. Oh, palle. Eigentlich habe ich mich jetzt für den Officer gebückt, aber okay. Wieso darf der Rekrut zuerst dran? Was läuft denn bei Ihnen falsch?